Willkommen zurück zu FIFA 21. Ja, es geht nach langer Zeit mal wieder weiter. Ich habe mich jetzt schön auf die vergangenen 4 Wochen ausgeruht, aber langsam aber sicher wird der Vorrat immer kleiner und kleiner und es wird mal Zeit, in der Bundesliga weiterzumachen. Glücklicherweise habe ich Spielpraxis gesammelt, dadurch, dass ich, oder ich bin im Saft drin geblieben, dadurch, dass ich, eine neue Karriere gemacht habe mit Osasuna. Spanische Liga, das ist ja auch interessant. Und was haben wir hier? Na gut, der Jonas Singer möchte berücksichtigt werden. Schaue ich einfach mal, was ich da machen kann. Ja, hier haben wir natürlich einen deutlich kleineren Kader. Aber ja, bei all diesen guten Spielern ist es natürlich schwer. Ich nehme jetzt einfach mal standardgemäß auf die Bank und setze ihn das nächste Mal hoffentlich ein. Jetzt haben wir wieder eine Nachricht. Er bekommt seine Chance. Jakob. Okay. Zahlenmäßig sieht es immer noch ganz gut aus. Was kommt hier jetzt nochmal? Entwicklungsplan von Singer. Warum kommt das jetzt alles auf einmal? Ist mir egal. Es geht jetzt gegen Hannover. In der letzten Zweitligasaison, die wohlgemerkt jetzt auch schon in der Vergangenheit liegt. Also, gestern war der letzte Spieltag, wo ich das aufnehme. Und in 2 Wochen kriegt ihr den Part. Oder knapp 2 Wochen. Eher gesagt. Ja, wir wollten Kohl einsetzen und wir wollten. Gut, Jakob ist so oder so drin. John Mary ist angeschlagen, das ist gar nicht gut. Der ist nur noch auf einer 66, fällt mir auf. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo Hannover so herumturnt. Das ist immer schlecht, jetzt fällt mir auf einmal auf, was ich hier für eine Auswahl habe, die recht dürftig ist. Das ist nicht gut. Versuchen wir es einfach mal. Wir sind halt durch die Europa League geschwächt. Das letzte Spiel war gegen PAOK. Ich habe ja vollkommen vergessen, die Thumbnails hinzuzufügen für die letzten Parts. Aber das ist jetzt getan. Also ich hoffe mal, dass ich so die Kraft habe für 12 Parts, weil ich muss mich noch auf die mündliche Prüfung vorbereiten, nachdem ich bereits die schriftliche bestanden habe. Und das gefällt mir. Ja, weg damit. Für die kommenden Spiele gibt es natürlich. Ich habe auch darauf geachtet, den deutschen Kommentar runterzudrehen, weil den hatte ich zuletzt an. Ja, das sind nach wie vor nicht unsere Kommentatoren. Jetzt geht's also gegen Hannover. Der Kader dürfte sich zur zweiten Liga eigentlich nicht sonderlich verändert haben. Natürlich, die hatten auch Transfers sicherlich. Oh, schade. Ja gut, das hat mir schon mal so weit gefallen. Und holen uns tatsächlich hier den Einwurf. Und immerhin ein Abschluss durch Mary. Warum macht mein Smartphone hier jetzt ein Düdüdüdüdüd, obwohl ich es auf Ding gestellt habe, auf Flugmodus? Was soll da für eine Nachricht bitte schon reingekommen sein? Es gibt einen Elfmeter für mal wieder richtig viel Scheiße. Wegen Trikotzupfen oder was? Okay, natürlich, ja, ist klar. Komm, verschieß. Oh. Das hat eigentlich mit meinem linken Stick jetzt nicht gestimmt. Oder mit meinem rechten Stick. Ja gut, dann so oder so verschossen, daher soll es mir recht sein.
Und John Murray kommt hier nicht zu seinem Tor. Schade eigentlich. Das war die bisher beste Chance. Bloß keine erste Heimniederlage provozieren, und das ist kein Foul. Spinnt ihr eigentlich? Und jetzt aber schlägt John Murray zu. Mit dem 1 zu 0 für uns. Gut herausgespielt, hat sich, glaube ich, ganz gut gelohnt, dass ich hier nicht auf eine Flanke gesetzt habe, sondern auf einen normalen Schuss. Und so macht John Murray sein zweites Bundesligator, nachdem er bereits beim HSV getroffen hat. Ja, bisher, wenn es so bleibt, bin ich mit der Punktausbeute recht zufrieden. Ich finde, gegen Frankfurt und gegen Hertha kann man ruhig verlieren. Auswärts. Oh, wir waren zuletzt, der Gegner war zuletzt am Ball. Das freut mich. Oh Mann. Ey, mal wieder so eine Chance auf dem Serviertablett. Muss leise sein, denn im Nebenraum sind Leute. Das ist immer noch die große Misere dabei, immer wieder zu Let's Playen. Weshalb ich es in letzter Zeit nicht mehr so gerne mache und deshalb nur auf FIFA setze. Ihr kriegt natürlich ein Infovideo, wo ich das sicherlich auch nochmal sagen werde. Oh, schlecht. So ist es gut. Ja gut, so wird es nichts. Ich hätte mir da mehr Zeit nehmen müssen. Aber ein Versuch kann ja nie schaden. So. Schade, dass da niemand zum Nachschuss bereitsteht. Aber das war auch wieder so eine hammergeile Chance. So, ich warte ab auf den Pausenpfiff und er kommt jetzt. Also ein sehr schlecht geschossener Elfmeter. Hat uns hier vor dem Rückstand bewahrt. Und so sieht es in den anderen Partien aus. Überall schöne Einser. Ja, bisher müssen die Spieler recht wenig Kraft aufwenden. Also mit ein bisschen Glück gelingt es uns hier, das so über die Bühne zu bringen. Aber natürlich werde ich weiterhin versuchen, Offensivakzente zu setzen. Weil wir wollen ja hier die 3 Punkte holen. Oder behalten, eher gesagt. Schade. Aber der kam dann wahrscheinlich zu zentral auf den Torwart. Oder von der genau der guten Seite, wo der Torwart steht. Konnten dementsprechend gut antizipieren. Was machst du hier, Torwart? Ah, Ballhammer. Komm. Scheiße. Aber wurde wieder Foulspiel reklamiert? Für was wird hier eigentlich alles Foulspiel reklamiert? Das ist ja unfassbar. Abfangen, komm. Ach, nicht gut zu Ende gedacht. Oh, ganz schlecht. Ach, das ist bitter. Durch Duxch, der das tatsächlich noch geblieben ist. So. Steht mal wieder niemand da, wo ich jemanden gebrauchen könnte. So spielen wir mal rüber und es klappt nicht.
Wieder wegen einer dummen Aktion, wo ich nicht aufgepasst habe. So, jetzt bloß aufpassen, dass wir nicht noch ein weiteres Tor kriegen. Das heißt, jetzt müssen wir nach Stuttgart, also auch ein Südwestgipfel mehr oder minder. Ja gut, Südwestgipfel nicht, aber immerhin ein Südwestduell. So, vielleicht können wir neue Akzente setzen durch einen neuen Spieler. Ach, Mist. Schaut euch mal diese Torschussstatistik an, die sagt eigentlich alles. So, einfach weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Gefällt mir jetzt nicht mehr. Und es gibt eine Ecke für uns. Jetzt tun wir mal Buch rein. Vorsicht! Okay, kein Abseits, scheiße. Und es ist richtig scheiße. Ah, wegen zwei solchen dummen Fehlern, Mensch. Da könnte ich mich aufregen. Ja! Natürlich haben wir in der zweiten Halbzeit ein paar Gänge runtergefahren. So, das könnte vielleicht die letzte Chance vom Spiel sein. Sehr schön. Puh. Jakob, auf ihn ist halt immer Verlass. Und was für ein Ding. Ja, bewahren wir uns wenigstens den Punkt. Und das nicht unverdient, wohlgemerkt. Ja gut. Hak mal ab. Wir bleiben zu Hause ungeschlagen. Es wäre mehr drin gewesen, aber den Punkt nehme ich gerne an. Und Gott sei Dank wurde dieser Elfmeter verschossen. Auch ein einzelner Punkt kann manchmal entscheidend sein im Kampf um den Klassenerhalt. Und momentan brennt es ja auch bei uns noch nicht. Also wir haben ja. Wir sind Elfter mit 8 Punkten. Ja, es könnten auch jetzt 10 sein. Aber das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau, finde ich persönlich. Ja, meine Güte, wann spielen wir jetzt endlich mal wieder? Dauert ja eine halbe Ewigkeit. So, als nächstes gegen Stuttgart.
wie schon vorher eingeblendet. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.